Liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Begrüßen Sie mit mir den Juristen und ehemaligen Staatsanwalt Thomas Seitz. Er ist freier Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Herr Seitz, herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Guten Tag, Herr Weber, und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Lassen Sie uns auf die Unlänglichkeiten in der Landtagswahl in Thüringen zu sprechen zu kommen. Den Zuschauern wurde ein Bild vermittelt, dass die AfD hier für ein Chaos gesorgt hat, wie die gängige Presse sagt. Anders sieht es die Neue Zürcher Zeitung oder Cicero, die gesagt haben, es war ein Beispiel entwürdigender Demokratie seitens der CDU. Wie haben Sie das gesehen? Also schon etwas differenziert. Ich glaube, die rechtliche Position der AfD war falsch, inhaltlich falsch, aber die AfD hat sich auf genau die Position gestellt, die in Thüringen seit über 30 Jahren praktiziert wurde. Und damit kann man jetzt natürlich nicht mit Begriffen kommen wie Machtergreifung und unselige Vergleiche mit dem Nationalsozialismus anstellen. Das ist unwürdig, und der ganze Ablauf hat auch sehr deutlich gezeigt, es kam auch zum Beispiel im erwähnten Cicero-Artikel ganz klar raus, dass hier eine Eskalation, von den Altparteien angestrebt und bewusst inszeniert wurde. Nun hat der damalige CDU-Vorsitzende Mike Möhring 2019 gesagt, es ist Bestandteil in Thüringen, dass die stärkste Fraktion den Verfassungsschutz, sage ich schon, den Landtagspräsidenten oder Präsidentin stellt. Wirft man alles über Bord? Also erstens, das ist natürlich kein Verfassungsrecht, sondern nur ein parlamentarischer Brauch. Richtig, ja. Aber solche Bräuche, die bilden sich ja nicht ohne Grund. Und wenn man ein Mindestmaß an vernünftigen Umgang miteinander pflegen will, dann stellt man sich natürlich die Frage, wie werden die Verhältnisse sein, wenn sich die Machtverhältnisse einmal umkehren? Das heißt, die bisherige Minderheit wird zur Mehrheit und umgekehrt. Und dann denkt man normalerweise, vernünftigerweise, denkt man sich, was ich nicht will, dass mir angetan wird, das tue ich auch dem anderen nicht an. Das ist ganz normales Denken, und da wird hier alles über Bord geworfen. Fatal ist aus meiner Sicht jetzt für die Demokratie, dass damit natürlich, und zwar berechtigterweise, der Eindruck entsteht, alles, was immer über demokratische Gepflogenheiten und die Würde des Parlaments gesagt wird, dass das im Grunde genommen nur Fassade ist, dass das Worthülsen sind ohne Inhalt, die man bemüht, solange einem das zum Vorteil gereicht. Und wenn man davon dann aber selber vielleicht einen Nachteil hätte oder es einem nur nicht mehr gefällt, dann wird alles von heute auf morgen ohne innere Begründung über Bord geworfen. Jetzt an den Juristen. Der Verwaltungsgerichtshof in Thüringen hat entschieden, dass der CDU dem Antrag stattgegeben wurde insgesamt. Also nicht in Gänze, aber in großen Bereichen. Ich will jetzt nicht auf die einzelnen Mitglieder des Verwaltungsgerichtshofs eingehen, aber die meisten sind dem CDU, SPD beziehungsweise Linke von denen berufen. Aber ein Richter war Innenminister von Thüringen und sein Sohn sitzt jetzt im Landtag. Das heißt also, wenn Sie jetzt Vorsitzender eines Gerichts wären, Sie waren ja in Gerichtssälen, und ich würde sagen, Herr Vorsitzender, ich möchte, oder mein Rechtsbeistand sagt, ich möchte einen Befangenheitsantrag stellen. Mein Gegner hier vor Gericht, der Vorsitzende, der Sie darstellen, Ihr Sohn ist ja der Geschäftsführer des Beklagten. Würde ein Befangenheitsantrag Erfolg haben? Aus meiner Sicht natürlich in jedem Fall, weil natürlich allein die persönliche Beziehung dazu führt, dass man hier begründeterweise Zweifel an der Unbefangenheit und Neutralität des Richters haben kann. Wichtig ist aber immer, es geht nicht um die Befangenheit an sich. Das kann nur der Richter selbst sagen, ob er sich selber befangen fühlt. Damit ist aber noch nicht mal gesagt, dass er auch tatsächlich befangen handelt und urteilt, sondern es geht immer nur um die Besorgnis, und die wäre natürlich immer gegeben. Hier weiß ich jetzt nicht, wie genau die Verhältnisse in Thüringen sind. Ich gehe jetzt mal davon aus, das ist natürlich allseits bekannt, dass hier der eine Richter Vater eines Abgeordneten ist. Und dass der Richter davon ausging, er muss jetzt nicht noch sozusagen eine Anzeige machen über die Umstände, die die Befangenheit begründen könnten, sondern dass das allgemein bekannt ist,
Davon würde ich jetzt fast ausgehen. Und was man dann erwartet hat, wenn die AfD sich daran stört, dann wird diese einen Befangenheitsantrag stellen. Davon habe ich in der Presse nichts gelesen. Es kann auch sein, dass die AfD bewusst von der Anbringung eines Ablehnungsgesuchs abgesehen hat, weil man nicht wollte, dass in der Öffentlichkeit der Eindruck entsteht, man wolle hier aufgrund dieses sehr knappen Zeitablaufs die Entscheidung torpedieren. Die andere Frage, die sich uns beziehungsweise den Zuschauern stellt, die AfD hat keinen einzigen Vorsitz in einem Ausschuss bekommen. Was sie bekommen hat, ist das Arbeitsintensive, nämlich Schriftführer. Schriftführer, ich glaube, Herr Seitz, das wissen wir beide, ich weiß es, der Schriftführer bei Gericht, der hat eine Menge Arbeit. Ist es so, dass man sagt, man wirft hier ein paar Brotkrumen hin, um zu sagen, naja, die haben ja was bekommen? Also die Schriftführer im Bundestag haben jetzt nicht so viel zu tun. Sie müssen vor allen Dingen Zeit opfern und im Fokus der Kamera sitzen, möglichst ohne große Regungen zu zeigen. Die eigentlichen Aufgaben sind wirklich marginal mittlerweile. Die Protokollierung übernehmen die Stenografen oder es findet eine audiovisuelle Aufzeichnung statt auch. Und die Sache ist natürlich, das ist mit viel Aufwand verbunden. Und da will man natürlich die AfD nicht benachteiligen, zumal die Schriftführer im Grunde genommen kaum Bedeutung haben mit dem, was sie tun. Also deckt sich das mit der Meinung der Zuschauer, dass sie hier Ja, etwas vorgeworfen also haben? im Ja. Bundestag gibt es eine Besonderheit, wenn die Beschlussfähigkeit angezweifelt wird, dann muss das Präsidium einmütig zu der Entscheidung kommen, die Beschlussfähigkeit ist gegeben. Und wenn da eben Zweifel bestehen, und dazu genügt es eben, wenn einer der beiden Schriftführer sagt, nein, ich sehe hier keine ausreichende Anzahl von Abgeordneten für die Beschlussfähigkeit, dann findet der sogenannte Hammelsprung statt. Also Ja. da haben Sie eine ganz geringe Entscheidungsgewalt, aber das ist natürlich marginal. Nun haben die Wahlen gezeigt in Sachsen, Thüringen und Brandenburg, dass nicht der Wählerwille immer entscheidend ist, sondern dass sich hier etwas gebildet hat, um eine Verhinderung zu erzielen. Eine Verhinderung zu erzielen, ist es zum Wohle des deutschen Volkes? Also zum Wohle kann es aus meiner Sicht nicht sein. Es ist aber demokratisch formal korrekt. Da kann man natürlich immer die Frage stellen, ist etwas, was legal ist, auch legitim? Weil natürlich viele der CDU-Wähler vor allem wollten, dass ein Politikwechsel stattfindet. Die wollten bewusst keine linke Politik wählen und bekommen sie aber im Ergebnis nach jeder Wahl von der CDU geliefert. Hättet ihr je gedacht, wie schwierig und wie gefährlich es sein kann, in Deutschland die Meinung zu äußern? Es wird immer gesagt, wir haben Meinungsfreiheit. Nur übt diese mal aus. Was passiert denn dann? Meinungsfreiheit ausüben? Macht es doch mal im Öffentlich-Rechtlichen, macht es mal im öffentlichen Dienst oder macht es in euren Betrieben. Wir sehen doch, wie die Indoktrination vorherrscht. VW, wir rufen gemeinsam auf zu dies, zu jenem. Aber wir denken anders darüber und deshalb öffnen wir das Fenster auch so, dass ihr euch eine andere Meinung bilden könnt. Danke, sagt der Peter Weber und das Team. Nun ist ja die CDU mit Herrn Mario Vogt, derjenige, der kein Salz in den Kaffee haben will, ist ja irgendwo in der Falle, denn es werden ja jetzt Gespräche geführt, die beginnen jetzt zwischen CDU, BSB und SPD. Nun ist ja der sogenannte Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU im Wesentlichen wegen Frau Wagenknecht gefallen seinerzeit. Sehen Sie, dass hier alle Mauern fallen? Damit wird man natürlich auch jetzt Merz komplett desavouieren, wenn man die Brandmauer fallen lässt, der gerade erst zum Kanzlerkandidaten gekürt wurde. Nein, also bis zur nächsten Bundestagswahl wird die CDU die Brandmauer auf jeden Fall aufrechterhalten, alleine um ihren Kanzlerkandidaten nicht zu beschädigen. In der Sache ist es natürlich immer schwieriger, gerade in den östlichen Bundesländern muss die CDU einen unglaublichen Spagat machen zwischen dem, was viele Mitglieder und auch viele Wähler wollen und dem, was dann praktiziert wird. Und es ergibt in meinen Augen auch überhaupt keinen Sinn zu sagen, gegen die Linken gibt es eine Brandmauer und gegen das BSW gibt es aber keine Brandmauer, weil ganz offensichtlich ist ja das BSW nur eine Abspaltung der Linken. Die handelnden Protagonisten haben alle jahrzehntelange Mitgliedschaften in der Linken gehabt. Manche bis zurück in SED-Zeiten, noch in DDR-Zeiten aktiv gewesen. Also das ist Fleisch vom Fleische der Linken, Fleisch vom Fleische der SED. Und wenn es gute Gründe gibt, mit den Linken nicht zusammenzuarbeiten, dann gibt es die genauso und in genau gleichem Maße auch für das BSW.
Wir hatten gestern ein Interview mit Dr. Thomas Jahn, er ist Rechtsanwalt, er ist, sitzt im Stadtrat von Kaufbeuren und Vorsitzender Konservativer Aufbruch in Bayern. Wir haben uns über die Wahl in Brandenburg unterhalten, über die Thematik Briefwahl. Und er hat seine Skepsis geäußert, ist ein Mann, der sehr tief in der Sache drinsteckt und auch gesagt hat, sollte die CDU mit BSW koalieren in Thüringen, dann würde er den Vorsitz, würde er aus der CSU austreten, so wie viele andere auch. Nun gibt es Logarithmen, und wir haben das gestern mal durchgesprochen, die sagen gewisse Unwägbarkeiten bei der Briefwahl in Brandenburg. Dinge, also Mathematiker sagen, Dinge sind nicht möglich. Es gibt ja Zahlenreihen, und sie sind Staatsanwalt, wenn man sagt, es gibt jetzt Beweise dafür, dass gewisse Zahlenreihen so vom Logarithmus zueinander passen, und plötzlich passen sie nicht mehr zueinander und sie sind nicht plausibel. Denn die Briefwahl hat ja eines gezeigt, man hat wahnsinnig hohe Briefwahlergebnisse für die SPD, und die AfD hat dementsprechend äußerst niedrige Briefwahlergebnisse. Ist es ein Ansatz, das mal näher zu überprüfen? Also es sind keine Beweise, allerhöchstens Indizien. Ja. Zur Briefwahl muss man aber auch sagen, traditionell hat die AfD ein sehr schlechtes Briefwählerergebnis, was ich aber aus meiner Sicht auch logisch begründen kann. Das ist einmal die Altersstruktur, dass gerade in den älteren Wählergruppen über 65, insbesondere über 70 Jahre, die AfD überproportional schlecht abschneidet, diese aber überproportional häufig die Briefwahl in Anspruch nehmen. Hinzu kommt, die meisten AfD-Wähler dürften der Briefwahl an sich wenig aufgeschlossen gegenüberstehen, weil man eben einfach die Möglichkeiten der Manipulation, die gegeben sind, sieht. Und deswegen halte ich es für ganz normal, dass der große Teil der AfD-Wähler von der Briefwahl keinen Gebrauch macht. Das macht es jetzt natürlich schwierig zu sagen, was ist jetzt noch ein normales Maß an Abweichung und wo beginnt die Möglichkeit eines Wahlbetrugs. Man muss auch sehen, in der historischen Betrachtung, keine Partei hat schon immer so stark von der Briefwahl profitiert wie die SPD. Da kann man sich natürlich dann auch die Frage stellen, ob das nicht schon immer Ausdruck hier von strukturellen Fehlern im System der Briefwahl war, weil da eben Missbrauch stattgefunden hat. Da muss man eben an die Situation in den Pflegeeinrichtungen denken. Man darf da aber jetzt auch nichts einfach unterstellen. Aus meiner Sicht wäre es wichtig, die Briefwahl dringend zu beschneiden und zurückzuführen. Es darf nur eine Ausnahmemöglichkeit sein, wenn jemand wirklich am Wahltag verhindert ist. Und es kann nicht so sein, dass man die freie Entscheidungsmöglichkeit hat, auch schon 6 Wochen vor dem Wahltag zu wählen. Das hat demokratietheoretische Hintergründe, weil natürlich das Stichtagsprinzip der Wahl dadurch aufgegeben wird und es sehr stark verzerrt wird. Das Bundesverfassungsgericht hat auch entschieden, das Leitbild ist die Urnenwahl. Und Leitbild bedeutet eben, die Briefwahl darf nur Ausnahmeerscheinung sein. Und mittlerweile haben wir ein Verhältnis, bei dem die Briefwahl im Grunde genommen der neue Normalfall der Wahl ist und die Urnenwahl zur Ausnahme wird auf jeden Fall die Briefwahl vielfach schon einen höheren Anteil hat als Urnenwähler. Und das ist natürlich auch und gerade wegen der Manipulationsmöglichkeiten ganz schlecht für die Demokratie und für das Vertrauen in Wahlen. Zumindest ist es so, dass man sich das mal näher anschauen muss, und Sie sind Jurist. Und wenn man dann sagt, Moment, Europawahl 12%, jetzt 30%, das ist schon ein Sprung, der ist erklärungsbedürftig, um es mal vorsichtig auszudrücken. Was wir auch miterlebt haben, ist, Diakonien und Caritas stehen Ihnen ja nicht unbedingt freundlich gegenüber. Die Kirchen stehen Ihnen auch nicht freundlich gegenüber. Die haben ja ihre Rolle aufgegeben. Sie gehen ja den neuen Zeitgeist mit des Linksgrünen. Wenn wir jetzt, und Diakonien und Caritas haben wir Informationen, die haben wir jetzt nicht näher überprüft, aber zumindest, dass man sagt, SPD, und so heißt es in den Veröffentlichungen, die plus 60 haben die SPD gerettet. Und viele plus 60, plus 70 sind ja nun oft, dass sie von Diakonien betreut werden oder entsprechenden Heimen leben. Und dann ist es auch so, und das kam auch in einer Diskussion mit heraus, dass man gesagt hat, wir helfen Ihnen da. Und da sind Worte gefallen wie, Sie wollen ja sicherlich nicht zurückversetzt werden in die Nazi-Zeit.
und was dort gewesen ist. Und Herr Woidke ist halt schon jemand, da können Sie Vertrauen haben. Schauen Sie mal, was Sie hier alles haben. Aber würde das ein Staatsanwalt, wenn diese Hinweise da sind, zumindest mal sagen, Moment, es ist ein Anfangsverdacht da, dass wir der Sache mal nachgehen. Anfangsverdacht bedeutet noch nicht, es ist immer die Unschuldsvermutung, aber würde es einen Staatsanwalt dazu befähigen, dass man sagt, der Sache muss ich schon mal nachgehen? Also wenn da jetzt so klare Hinweise da sind, müsste da schon überprüft werden. Aber es darf ja nicht nur auf eine suggestive Beeinflussung älterer Wähler hinauslaufen, sondern es müsste dann tatsächlich eine Manipulation stattgefunden haben. Also indem man dann eben die Hand führt und sagt, so, hier müssen Sie Ihr Kreuz machen, oder sagt, ich mache hier Ihr Kreuz. Und hat das Einverständnis dazu, sich durch eine Täuschung erschlichen, dann müsste natürlich, dem nachgegangen werden. Was Sie geschildert haben, ist eben das, was ich als so problematisch an der Briefwahl sehe. Es ist der Öffentlichkeit, und der Wahlakt ist eben mit gutem Grund öffentlich, entzogen, wie die Stimmabgabe zustande kommt. Und dann haben wir zum Teil einen wochenlangen Zeitraum, in dem dann der ausgefüllte Wahlschein unterwegs ist. Erst auf dem Postweg, dann ist er in irgendeiner Behörde, wo aber auch dauernd der Zugang gewährleistet sein muss, weil natürlich immer neue Briefwahlumschläge dazukommen. Und das heißt, der ist nicht die ganze Zeit in einem Tresor eingeschlossen, wo keiner mehr Zugang hat, sondern zumindest bestimmte Personen müssen dort ständig Zugang haben. Häufig ist es so, dann steht halt die Urne irgendwo in einem Nebenraum, zu dem ganz viele Mitarbeiter Zugang haben. Und dann insbesondere nach den üblichen Geschäftszeiten kann man überhaupt nicht mehr wissen, was da möglicherweise an Manipulation stattfindet. Das ist das Schlimme an der Briefwahl, dass es eben so manipulationsanfällig ist, ohne dass ich dadurch damit sagen will, dass man wirklich von einer massenhaften Manipulation ausgehen kann. Wenn, denke ich, dürften das keine gelenkten Maßnahmen sein, sondern eher individuelle Entscheidungen, die sich dann eben addieren, weil das an vielen Stellen gleichzeitig aus eigenem Entschluss stattfindet. Dem kann man beipflichten. Also das ist sicherlich richtig, dass keine, wenn dann, wenn überhaupt keine gelenkte Entscheidung ist. Nun, lassen Sie uns darauf kommen, der Erfolg der AfD in Mitteldeutschland ist ja unbestritten. Thüringen, Sachsen, Brandenburg. Bei uns auch jetzt hier im Gesamtdeutschland 20% derzeit nach den Umfrageergebnissen. Die Kanzlerkandidatin steht fest. Frau Alice Weidel von der AfD ist benannt worden. Jetzt gibt es einen Bundestagsabgeordneten der CDU. Er schmiedet jetzt Bündnisse CDU, CSU, SPD, Grüne und Linke. Verbotsverfahren gegen die AfD. Schon ein Aspekt, der die Leute nachdenklich macht. Erstens mal so, führende Verfassungsrechtler sagen klipp und klar, da holen sie sich eine blutige Nase. Große Teile der CDU sagen auch, sie holen wir uns eine blutige Nase. Wanderwitz, was bewegt so einen Menschen? Also ich denke, er sieht natürlich, dass er politisch auf dem Abstellgleis ist. Und ich denke, er ist einfach verbittert, dass praktisch seine politische Karriere sich dem Ende zu bewegt durch den Erfolg der AfD. Und dafür will er sich jetzt rächen. Es ist natürlich eine politische Bankrotterklärung, jenseits der Frage, ob ein Verbotsantrag Erfolg haben kann oder nicht. Vor Gericht ist man auf hoher See, heißt es, und das gilt natürlich insbesondere für die AfD. Und da weiß man nie, was herauskommt. Aber aus politischer Sicht und demokratischer Sicht ist das natürlich eine offene Bankrotterklärung, gerade wenn man sich jetzt die Stimmen aus der SPD anschaut, teilweise jetzt noch bei 6% rumkrebsen im Osten. Nur der Herr Woidke war ja so erfolgreich, aber das war eben die Rolle als Landesvater. Und weil er sozusagen hier das Banner gehisst hat, ihr müsst euch alle hinter mich gruppieren, um die AfD als stärkste Partei zu verhindern. Das wiederum hat dann die Grünen aus dem Parlament katapultiert und auch für das schlechte Ergebnis der CDU gesorgt. Also die SPD ist da natürlich genauso wie alle anderen in einer unglaublichen Verliererrolle. Und wenn man dann sagt, naja, wenn wir normal nicht gewinnen können, dann muss jetzt eben der übermächtige Konkurrent aus dem Rennen genommen werden, indem der Schiedsrichter ihm die rote Karte gibt, das ist natürlich
wirklich eine Bankrotterklärung. Das dürfte auch dann in den östlichen Ländern wirklich zu Problemen mit der Demokratie führen, weil da man natürlich nicht mehr versteht, was daran demokratisch sein soll. Demokratie bedeutet Herrschaft auf Zeit und es bedeutet eben, die Bürger können durch ihr Wahlverhalten zu einem friedlichen Machtwechsel beitragen. Und wenn dann die Bürger entsprechend votieren und dann kommen aber Eingriffe von außen, um den Machtwechsel zu verhindern, dann wird ja gezeigt, dass es im Grunde genommen schon eine Diktatur ist und keine Demokratie mehr. Herrschaft auf Zeit. Herrschaft auf Zeit bedeutet aber auch, dass Machtmissbrauch ausgeübt werden kann, beziehungsweise Misswirtschaft. Misswirtschaft in der Form, dass man Gutachten missachtet, was die Abschaltung der AKWs angeht. Wir sehen das jetzt, die Industrie liegt da nieder, ob das die Autoindustrie ist, die Zulieferindustrie, ob das die Chemieindustrie ist, die Bauindustrie. Ich kann die gesamten Felder nehmen. Wir haben desaströse Zustände, was unsere Infrastruktur angeht, die Bahn, die Autobahn, die Zustände der Straßen, das Gesundheitswesen. Herr Seitz, wie schaut es aus mit Haftung? Wir haben einen ehemaligen Gesundheitsminister, der eine Massenüberbestellung hat. Jetzt derzeit ballotiert es mit über 3,4 Milliarden. Ich wiederhole 3.400 Millionen Euro. Wie schaut es mit Haftung aus, wenn grob Fahrlässigkeiten sind? Wären Sie dafür, dass Politiker mal in die Haftung genommen werden und nicht sagen, ich stelle mich meiner Verantwortung und habe schöne Übergangsgelder, meine Pensionen sind mir sicher? Sollte sich da etwas ändern, so wie es bei jedem anderen Bürger im Land der Fall ist, in Haftung genommen zu werden? Das ist natürlich eine ganz wichtige Forderung. Politiker müssen auch für ihre Entscheidungen zumindest in einem bestimmten Umfang haften. Ich selbst hatte auch in dieser Legislaturperiode einen entsprechenden Gesetzentwurf eingebracht, der die Haftung, also es war ein Straftatbestand für Steuerverschwendung, um es mal ganz plakativ zu umschreiben. Und das wäre dann gleichzeitig auch ein Schutzgesetz gewesen im Sinne von Paragraph 823 Absatz 2 BGB. Und über diesen Rückgriff wäre dann automatisch, wenn der Straftatbestand erfüllt gewesen wäre, auch eine Haftung der betreffenden Politiker. In dem Fall ging es konkret um den früheren CSU-Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, von dem man ja weiß, er hat gegen jeden Rat die Pkw-Maut seinerzeit durchgepeitscht, hat dann, obwohl schon vor dem Europäischen Gerichtshof ein Verletzungsverfahren anhängig war, die Verträge mit dem Betreiberkonsortium abgeschlossen und im Ergebnis hat man sich dann auf Schadensersatzleistungen des Bundes in der Größenordnung von etwa einer Viertelmilliarde geeinigt. Im Vergleich zu den mehreren Milliarden vom Herrn Spahn ist jetzt eine Viertelmilliarde nicht viel, aber aus Sicht des Steuerzahlers sind 250 Millionen natürlich jede Menge Holz. Und da kann man natürlich nicht verstehen, dass jemand, der ein paar tausend Euro Steuern hinterzieht, als Schwerverbrecher in diesem Staat gilt und umgekehrt jemand, der unzählige Millionen Steuergeld sinnlos verschleudert, dass der eben dafür im Grunde genommen kaum belangt werden kann, weder strafrechtlich noch durch einen zivilrechtlichen Regress. Im Moment ist eigentlich die einzige realistische Möglichkeit, die ich sehe, der Paragraph 826 BGB und da müsste man eine vorsätzliche sittenwidrige Schädigung feststellen, das ist etwas, was man im Grunde genommen niemals wird erfüllen können. Und deswegen ist die aktuelle Situation so, dass Politiker nicht haften. Ist jetzt auch nicht so, dass man Politiker für jede Fehlentscheidung haften lassen sollte, weil das natürlich jegliche Bereitschaft, auch in Krisenzeiten schnell zu entscheiden, beeinträchtigen würde, aber für grobes Fehlverhalten. Und gerade wenn jetzt formelle Vorschriften verletzt werden, wie Vergaberichtlinien und so weiter, wenn gegen jeglichen eigenen Rat aus dem Haus der eigenen Berater gehandelt wird, dann müsste man natürlich auf jeden Fall hier straf- wie zivilrechtlich Sanktionsmöglichkeiten haben. Immer, unsere Interviews sind ja nicht konfektioniert. Sie haben das Thema Vergaberecht angesprochen. Das Thema Vergaberecht, lassen Sie mich kurz zu Brüssel kommen, zur EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Vergaberecht. Vergaberecht, wenn ich jetzt vor Ihnen sitze, die Strafkammer, und ich sage, Herr Staatsanwalt, oder Sie fragen mich, sagen Sie mal, wie haben Sie die Geschäfte vergeben? Und ich sage, na, schauen Sie mal, das ist mein iPhone 15, da habe ich jetzt 45 Milliarden vergeben an den CIO von Pfizer. Ja, keine Verträge, nee, habe ich soweit nicht. Und die anderen Daten auch früher bei der Bundeswehr, das habe ich alles gelöscht. Jetzt erklären Sie doch mal den Zuschauern, wie es möglich ist, dass eine Frau ein laufendes Verfahren, das es ausgesetzt wird in Belgien,
bis Dezember, wo es geht um Vergaberecht, um Korruption, verschiedene Hinweise, die darauf hindeuten, dass nicht korrekt gearbeitet wurde. 45 Millionen Euro Impfstoffdosen, 45 Milliarden, Entschuldigung, Millionen spricht da keiner mehr drüber. Also entschuldigen Sie mir die Marginalie. Aber 45 Milliarden. Erklären Sie doch mal den Zuschauern, wie es möglich ist, dass dieses Verfahren ausgesetzt wird, aber gleichzeitig andere zerrissen werden vor der Europawahl. Das ist natürlich ganz klar reine Willkür, um die Frau von der Leyen zu schonen. Das hat mich auch gewundert, dass man hier hingegangen ist vor der Wahl und gesagt hat, man setzt jetzt einfach das Verfahren aus. Das gäbe es natürlich in umgekehrter Konstellation nie. Ganz im Gegenteil, da würde man mit der Einleitung eines Verfahrens oder wenn es dann zur Anklageerhebung kommt, das vermutlich genauso terminieren. Das ist eine maximale Wirkung und dann Beeinflussung des Wahlergebnisses zeigt. Allein der Vorgang, dass hier in der Größenordnung Geschäfte gemacht werden übers Telefon und dann nachher auch noch SMS und so weiter gelöscht werden, ist natürlich ein Unding. Das sind Vorgänge, die hätte ich jetzt erwartet bei der Mafia oder bei anderen Organisationen, die man der organisierten Kriminalität zurechnet. Aber bei jeglichem staatlichen Handeln gilt natürlich der Grundsatz, alles, was passiert, muss dokumentiert sein. Das muss in den Akten stehen und für die Akten gelten die Grundsätze der Aktenwahrheit und der Aktenvollständigkeit. Und allein aus den Gründen ist es natürlich ein Vorgehen, das die Frau von der Leyen völlig untragbar macht. Aber die Frau hat ja erfolgreich die Bundeswehr final zugrunde gerichtet. Ja, dann sollte das jetzt halt auch wohl noch mit Europa machen können. Ja, liebe Zuschauer, wir werden uns nächste Mal mit dem Juristen und Bundestagsabgeordneten Thomas Seitz darüber unterhalten, wo der Unterschied zwischen der Mafia liegt und der EU-Spitze. Das werden wir ja herausarbeiten. Ich sehe da nicht viele Unterschiede. Also, wir haben uns vorher darüber unterhalten, liebe Zuschauer, man muss vieles humoristisch sehen, sonst halten Sie das gar nicht mehr aus, was sich hier vollzieht. Und deshalb noch diese kleine Anmerkung zum Schluss. Herr Seitz, ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben und sage bis zum nächsten Mal und halten Sie Linie. Alles Gute, Herr Weber, und vielen Dank für Ihr Interesse, liebe Zuschauer. Auch an Sie, liebe Zuschauer, empfehlen Sie uns weiter und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.